Was macht eine Hebamme? Wie wird ein Baby geboren? Hallo, ich bin Jana Friedrich, ich bin Hebamme aus Berlin und ich erzähle euch jetzt, wie ein Baby geboren wird. Jede Frau hat eine Gebärmutter und die ist normalerweise ungefähr so groß wie eine Birne. Und wenn ein Baby da drin ist, dann wächst und wächst und wächst sie, bis sie ungefähr die Größe, manchmal sogar noch ein bisschen größer, erreicht hat. Und in der Gebärmutter befindet sich dann natürlich das Baby. Und das Baby ist in einer Fruchtblase drin. So. Das ist wie so ein Säckchen, kann man sich vorstellen, geschlossen dann. Und an der einen Seite befindet sich die Nachgeburt, die Speisekammer fürs Kind, da wo es das Essen herbekommt von der Mutter. Und die ist innen drin in der Gebärmutter dran. Und auf der anderen Seite, das ist die kindliche Seite, da ist die Nabelschnur, da ist das Baby mit der Nabelschnur verbunden, mit der Plazenta. Wie passt denn da aber das Baby rein? Wenn ein Baby geboren ist, dann kann man sich immer gar nicht mehr vorstellen, dass es mal in diese Gebärmutter gepasst hat. Und deshalb zeige ich euch jetzt mal, wie das ungefähr da drin aussieht. Also das Kind ist ganz doll zusammengeknautscht und dann passt es da rein. Erst in dem Säckchen. Und dann an die Gebärmutter. So. Und das Ganze ist dann in dem Bauch der Frau. So. Was macht ein Baby im Bauch? Es bewegt sich, es spielt. Vielleicht nuckelt es am Daumen. Oder es tritt, es boxt, es bewegt sich einfach viel und die Eltern merken das dann auch, die Mutter als erstes, aber auch der Partner kann das Kind kann tasten und kann einfach spüren, wie das Kind da drin zappelt. Und dann kann das Kind essen, kann es noch nicht, das bekommt die Nahrung über die Nabelschnur, über die Plazenta. Aber es kann trinken, es trinkt das Fruchtwasser, in dem es liegt und es kann auch schon pinkeln, es pinkelt es dann auch wieder aus und es kann hören, es hört alles, was wir auch hören, die Stimmen der Eltern hört es hört den Herzschlag der Mutter, es hört alle Geräusche, die da drumherum sind, wenn da Musik gespielt wird oder wenn ein Auto vorbeifährt, das kann es alles hören und ich stelle mir mal vor, dass es sich so anhört, wie wenn wir in der Badewanne untertauchen und dann alles so ganz gedämpft wahrnehmen. Wie kommt das Baby raus? Wenn das Baby geboren wird, dann muss es durch das Becken durchwandern. Und da könnt ihr einfach mal hier fühlen, an den Seiten, an den Hüften. Da merkt ihr schon die festen Beckenschaufeln. Und wenn ihr hier hinten mal auf den Po gefallen seid, dann kennt ihr auch das Steißbein. Das tut dann ganz schön weh, wenn man darauf fällt. Und ich zeige euch jetzt mal ein Becken. Ich habe euch eins mitgebracht, eins aus Plastik, kein echtes. Und das sieht so aus. Und hier habt ihr gerade gefühlt, die Beckenschaufeln. Und hier muss das Baby dann durch. Nach ungefähr 40 Wochen wird es für das Baby ganz schön eng im Bauch. Und dann beschließt es sich auf den Weg zu machen. Und dann beginnen die Wehen. Und es ist dann für Mutter und Kind der Startschuss, dass die Geburt wirklich losgeht. Und die Gebärmutter zieht sich dann immer wieder rhythmisch zusammen. Und das Baby bewegt sich auch Richtung Ausgang und hilft mit, sich zu strecken und den richtigen Weg zu finden durchs Becken durch. Und wenn die Gebärmutter sich zusammenzieht, dann geht hier unten der Muttermund auf, der öffnet sich dann durch die Wehen und schafft einen großen Ausgang für das Baby. Jetzt sieht man hier schon die Fruchtblase und irgendwann unter der Geburt geht die dann auf und dann schwupps kommt da so ein Liter Wasser raus, das ist ungefähr so viel wie eine Tüte Milch.
Und dann geht es weiter. Und das Baby bewegt sich durch das Becken, durch den Muttermund und durch die Scheide. Und irgendwann wird der Kopf geboren. Dann dreht sich das Baby noch mal ein bisschen. Schwupps. Und dann kommen die Schultern und der ganze Rest vom Baby. So. Dann darf sich das Baby bei der Mutter auf dem Arm ausruhen. Und dann muss das Baby natürlich gleich schön warm eingepackt werden, weil es ja gewöhnt ist, dass es im Bauch der Mutter immer richtig schön warm war. Und dann fängt es natürlich auch selbstständig an zu atmen. Bisher wurde es ja immer über die Nabelschnur versorgt und jetzt macht es seinen ersten Atemzug. Und dann braucht es auch die Nabelschnur nicht mehr. Und deshalb wird dann mit einer Nabelklemme die Nabelschnur abgeklemmt und mit der Schere wird die dann durchgeschnitten. Das tut dem Baby nicht weh, da sind keine Nerven drin, das merkt es nicht. Wenn das Baby dann abgenabelt ist, dann sieht es so aus und dann atmet es ja selber und es wird irgendwann auch Hunger bekommen, denn es hat ja nicht mehr die Speisekammer zur Verfügung und wird dann irgendwann an der Brust der Mutter trinken. Aber bis dahin ruht es sich erst noch ein bisschen aus. Und die Mutter ist noch nicht ganz fertig mit der Geburt, denn es fehlt ja noch was. Es kommt noch mal eine kräftige Wehe und dann kommt die Nachgeburt. Die brauchen wir dann nicht mehr. Und dann ist die Geburt beendet. Kurz nach der Geburt ist die Gebärmutter noch ziemlich groß, zieht sich dann aber immer weiter zusammen und nach ungefähr 10 Tagen erreicht sie wieder diese Größe. Wo kann ein Baby geboren werden? Eigentlich überall. Im Krankenhaus, im Geburtshaus, zu Hause, in der Badewanne, auf der grünen Wiese, überall. Und wer unterstützt die Frauen dabei? Die Hebammen. Was passiert bei der Vorsorge? Hallo, wir sind Lea. Und ich bin Dennis. Und wir werden im März Eltern. Genau, gut die Hälfte der Schwangerschaft haben wir jetzt geschafft. Genau. Und heute ist Jana da, unsere Hebamme. Und jetzt gucken wir mal, ob es irgendwas Neues gibt. Wie geht's euch? Gut. Ja. Ist dir noch übel? Nee, momentan ist eigentlich so die beste Phase von der Schwangerschaft, weil A, mir ist nicht mehr übel und B, der Bauch ist noch nicht so groß, dass ich jetzt nicht schlafen könnte oder sowas. Und ich habe so ein bisschen Probleme gehabt so mit juckender Haut und so vom letzten Mal und das hat sich auch gerade so ziemlich erledigt. Das heißt, momentan super. Ist die entspannteste Phase. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn ich dann so ausladend werde. Siehst du das auch so? Ja, auf jeden Fall. Aber es kommt halt einfach immer mehr Vorfreude jetzt irgendwie. Also ich bin einfach ein bisschen nervös, aber irgendwie, es kribbelt schon so ein bisschen. Ja. Und merkt ihr beide das Baby? Also ich spüre sie schon total. Ich spüre, wie sie sich bewegt und es ist so ein ganz komisches Gefühl. Es tut nicht weh, aber man spürt eindeutig, dass es nicht mein eigener Körper ist. Und immer wenn ich sage, Dennis, jetzt musst du fühlen. Sagt er, und dann immer legt er seine Hand hin und sagt, dann macht sie nichts mehr. Und er sagt, immer wenn ich meine Hand dran lege, passiert nichts. Ja. Sagt, das ist nur halt so ein beruhigender Körper. Genau. Ja, hoffentlich. Genau. Ja. Die Beruhigung. Genau. Super. Ja, vielleicht wenn sie größer wird, dann kannst du es auch besser spüren. Genau, hoffen wir, dass es erhalten bleibt, wenn sie da ist. Ja, stimmt. Genau. Gut, dann taste ich jetzt mal einmal deinen Bauch. Ja. War ein bisschen kalte Hände. Ist kein Problem. Okay. Also bis hierhin geht jetzt die Gebärmutter. Mhm. Hier unten drin ist das Baby. Jetzt taste ich mal, wo der Rücken ist. Hier ist der Rücken. Hier ist der Popo. Okay. Und hier ist der Kopf. Liegt mit dem Kopf nach unten. Kopf, Rücken, Po. Und hier sind die Beine so angewinkelt. Hier sind die Füße und hier sind die Hände. Dann hat sie sich jetzt umgedreht, weil letztes Mal war sie mit dem Kopf hier oben. Mhm. Kann sein, die hat ja noch viel Platz genau. Zum Ton. Kann man das Baby im Bauch hören? Das
das Dyspnarohr und damit höre ich jetzt einmal die Herztöne vom Baby ab. Super. Dudum, dudum, dudum. Wie ein Pferdchen beim Western. Ganz schön. Wunderbar. Das ist das Dopton-Gerät. Damit kann man Herztöne hören. Und das machen wir jetzt einmal laut, damit ihr es auch hört. Dann messe ich jetzt nochmal den Umfang von deinem Bauch. Ich muss einmal hier drunter durch. Am Nabel. cm. Kannst du denn schon ungefähr so sagen, jetzt wie schwer und wie groß das Baby ist? Das ist jetzt ungefähr so groß. Und vielleicht wiegt es so viel wie 2 Päckchen Butter. Okay, ja. Und was bedeutet Nachsorge? Heute besuche ich Friederike im Wochenbett. Friederike hat vor 6 Wochen ihr Baby bekommen, Frieda. Und heute schaue ich mal, wie es den Beinen geht. Hallo. Hallo. Hi, grüße dich. Hallo. Hallo. Eigentlich. Die Nächte sind jetzt ein bisschen kurz manchmal, dadurch, dass der Leander dann auch rüberkommt und auch bei uns schlafen will. Und wenn ich sie dann stille, dann wird er manchmal auch wach, wenn sie dann meckert oder ich Licht anmache. Aber soweit geht es uns gut. Hast du ganz kurze Schlafphasen? Musst du tagsüber einfach hier nochmal ein bisschen dich hinlegen und nachholen? Ausruhen, genau. Mit dem Stillen habt ihr euch jetzt auch gut eingespielt, oder? Eigentlich klappt alles ganz gut. Also so tagsüber das Stillen im Sitzen, wenn ich es mir hier so gemütlich machen kann, ist total gut. Hast du es auch im Liegen ausprobiert jetzt? Genau, und das ist manchmal noch ein bisschen schwierig für mich, weil sie dann nicht so gut die Brust irgendwie zu packen kriegt und das noch ein bisschen schwierig, aber... Also, ja, müssen wir gleich, können wir uns ja gleich nochmal anschauen, wenn sie trinkt, wenn du sie am besten hinlegst. Genau, besonders an einer Seite ist es irgendwie manchmal... Ja. Ein bisschen schwierig. Hat sie ihre Lieblingsseite, haben ganz viele Kinder. Ja, okay. So, wollen wir wiegen? Ja, okay, dann spann doch mal rein. Genau. Bist du schwer geworden? Mal schauen, was du jetzt auf die Waage bringst. So mit den Füßen so, oder so. Ja. Ups. Hallöchen. Hallöchen, lass die Mama. Bist du in der Waage? Mal gucken, dass wir sie hier gut drin haben. Jetzt geht's hoch. So, also bei der Geburt hat sie so 3500 gewogen. Genau. Ne? Dann gucken wir mal, was sie jetzt wiegt. 4920. Wahnsinn. Fast 5 Kilo. Klappt super jetzt mit dem Stillen, ne? Klappt gut, ja. Ja. Also ich denke, ihr insgesamt kommt ihr jetzt gut klar. Haben uns gut eingespielt. Ja, finde ich auch. Ja, dann denke ich, dass ich mich dann auch von euch verabschiede. Du kannst mich immer anrufen, wenn es doch nochmal ein Problem gibt. Super. Oder ja, wenn sie dann mit einem halben Jahr anfängt, nach Beikost zu verlangen, dann können wir uns auch nochmal zusammen. Schön. Ja, gerne. Gut. Mach mit Museum Berlin 2016.